Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt und auch Plötze ist wieder da. Ja, ich habe inzwischen bemerkt, dass ich mit einem Banditenpferd die ganze Zeit geritten bin. Und ja, euer Spott ist mir gewiss. Naja, Plötze hat sich in sicherem Abstand ist hinterhergelaufen. So stelle ich es mir vor. Und jetzt reiten wir wieder mit dem richtigen Pferd. Aber man muss ja auch sagen, ein Mann wie Geralt, der alle seine Pferde Plötze nennt. Ja, ich vermute mal, das lässt darauf schließen, dass er jetzt nicht so das individuelle Verhältnis zu dem einzelnen Pferd hat. Insofern kann vielleicht ihm das sogar unterlaufen, was mir hier unterlaufen ist. Wie auch immer, wir reiten zurück, denn wir warten darauf, dass der Tag vorbei ist, sodass wir endlich sehen können, was diese beiden Alchemisten da für ein Ritual praktiziert haben. Bin schon mal sehr gespannt. Und der Tag ist vermutlich vorbei, wenn 24 Stunden vorbei sind. Insofern werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Fürchte ich. Ja, okay, alles klar. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist 10.31 Uhr, ja natürlich. Wir waren, glaube ich, hier 17, 18 Uhr gestern Abend. Also hilft es nichts. Wir meditieren noch ein bisschen bis zum Abend. Ich sag mal 19 Uhr, das müsste dann passen. Mach's dir gemütlich, Geralt. Die Zeit vergeht, es tröpfelt immer noch ein bisschen. Ah, ja, alles klar. Na, ich bin mal gespannt. Wir haben keine Explosion gehört. Wir sehen kein Feuer hinter der Tür. Aber wer weiß. Die haben sich besoffen. Ja, ich brauche noch einen. Das ist gutes Zeug. Der Beste. Aus dem Moorskogenwald. Und Alkohol vom Hagelhügel. Auf gute Zeiten, Fridtjof. Endlich mal was anderes als die verfluchten Tränke und Transmutationen. Das Ritual scheint noch nicht zu Ende zu sein. Geralt, ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Nur Druiden vom inneren Kreis. Kreisscheiß. Gönn dem Jungen auch mal etwas Spaß. Gut. Schenk dir ein, Geralt. Fangen wir mit dem Unterricht an. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie sind wir drauf? Also, jetzt mal ernsthaft. Wir haben ja diesen Schnaps da besorgt, diesen Alkohol. Den haben wir selbst gebrannt. Den brauchten wir also offenbar nicht für irgendwelche Tränke, sondern zum sich besaufen. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. Deswegen nehmen wir mal die erste Variante hier. Solltest du nicht erst wieder nüchtern werden? Wenn ich nüchtern bin, kommen wir gar nicht voran. Weil ich einen Kater habe. Jetzt setz dich. Fangen wir mit der Aufnahme von Giften an. Bester Ansatz. Übung macht den Meister. Ich habe schon viel Übung. Gute Sache. Das macht meine geheime Methode leichter. Schau, du nimmst den Trank so. Und schluck! Wer hat eigentlich gesagt, dass das Alter eine Last sei? Okay, alles klar. Es war einfach nur ein reines Besäufnis. Alkohest bekommen wir immerhin. Schwefel, Harnfaser, Salpeter. Okay, alles, was wir jetzt... sind alles keine so seltenen Sachen, würde ich sagen. Ich würde aber gerne nochmal mit ihm reden. Beziehungsweise vielleicht sogar mit ihm handeln. Guter Alchemist ist... ist immer was wert. So, taumeln wir hier immer noch herum? Nee. Außerdem müssen wir doch mit ihm noch Gewinn spielen. Ne? Auch das ist noch eine wichtige Angelegenheit. Okay, also so hat sich das jetzt aufgelöst. Aber die Quest scheint mir jetzt hier noch gar nicht beendet zu sein. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Was ist hier los? Zumindest ist sie nicht auf die normale Art und Weise beendet worden. Aber ich sehe sie hier tatsächlich nicht. Ein Hexerauftrag ist das nicht? Okay. Ja,
Sehr skurril. Aber warte mal, wir gehen mal raus. Da kann ja noch was passieren. Ja. Okay, da sitzt er wieder. Was willst du noch? Ich hab dir schon alles beigebracht. Aha, okay, alles klar. Die Quest ist doch beendet. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns erstmal hier kurz... Hast du was zu verkaufen? Handel ja. eintreten. Aber es ist teuer. Das ist ja meine Ansage. Ja, aber es ist teuer. So, wir schauen mal. Wir brauchen ein paar Zutaten. Es gibt hier Dinge, die knapp sind, die ich sowieso... Ja, schaut mal, er hat immerhin noch einmal Arenaria. Okay, wir gucken jetzt mal bei den wichtigen Sachen hier durch. Piment kaufen wir, so dass wir... Ah, wir kaufen das alles auf. Genau, davon haben wir selber genug. So, die Mutagen interessieren uns nicht, aber sowas hier. Auf 5 gehen wir mal hoch. Werden wir alles irgendwann brauchen? Okay, da haben wir 5. Keberit. Ja, das ist in Ordnung. Grubedo. Haben wir genug Zeug, würde ich sagen. Hierfür auch Vitriol. Oder? Ach komm, wir gehen hier nochmal hoch auf 7. Sicher ist sicher. Das braucht man für viel. So, das hätten wir. Dann schauen wir nochmal bei den Tränken vorbei. Das sieht gut aus. Das, was uns fehlt, hat er natürlich nicht. Das sieht auch gut aus. Hier hinten beim Spitzwegerich schlagen wir noch mal ein bisschen zu. Ja, von dem Zeug braucht man immer so viel von. Ach, hat er auch nicht. Ja, ja, ist klar. Ja gut, da haben wir eigentlich genug. Alles klar. Und das wäre das. So, und bei den Ölen. Da fehlt uns tatsächlich Büffelgras, habe ich gesehen. Das wäre ganz nett zu haben. Zaunrübe nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Mal gucken, ob er das dabei hat. Das wäre wirklich toll. Nein, schaut mal, Büffelgras hat er nicht. Ärgerlich. Da könnten wir nämlich ein schönes Öl noch machen. Das fehlt uns, danach müssen wir Ausschau halten. Okay, alles klar. Mehr wollen wir hier nicht. Wir könnten überlegen, ob wir Zeug, ja, was er natürlich, da hat er keine guten Preise, aber wir sind gewichtsmäßig ziemlich voll. Ah, das kauft er auch gar nicht auf. Nee, alles klar, geht nicht. Jo, dann, liebe Leute, ist der Moment für Gwind gekommen. Gwind? Jemals gespielt? Falls du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach. Nein. Was? Angst zu verlieren, kann ich verstehen. Na schön, raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück. Okay, sehr gut. Das ist doch mal eine Ansage. So, auch das lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, ich kann es noch. Wir greifen auf unser meines Erachtens bestes Deck zu, den nördlichen Königreiche. Ich denke, hier brauchen wir nichts verändert. Ist, glaube ich, auch nichts dazugekommen. Starten wir mal. Welchen Anführer habe ich? War ja einfach gutes Wetter. Ja, das ist ganz nett. Gut, er spielt Nilfgaard. Interessant. Zweimal die Finte. Gaunter wollen wir nicht doppelt drin haben. Das ist gut. Ja, okay, alles klar. So kann's losgehen. Kein Spion haben wir am Start. So. Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie man hier das handelt. Wie spielt man hier nochmal die Karten rein? Spinne ich. Anwenden. Enter. Alles klar. Okay, 10er Fernkampf. So, kurz zur Erinnerung. Frost macht die Nahkampfreihe kaputt. So, die beiden. Ich hätte hier vielleicht nochmal wegdrücken sollen. Fällt mir gerade auf. Ja. So stark ist unsere Starthand jetzt nicht.
Ich merke wirklich, mir fehlt doch ein bisschen die Erfahrung wieder. Die Souveränität, die wir zuletzt hatten, die ist verloren gegangen. Erstaunlich. Okay, damit wird er vermutlich jetzt aufgeben wollen, oder was ist das für eine Aktion? 8-7, 7-32, eigentlich müsste ich jetzt aufpassen, oder? Die zwei Finden waren auch sehr, sehr fragwürdig. Mit Blick darauf, dass ich gar keinen Spion hatte, ich hätte da am Anfang... ich pass mal. Komischer Spielverlauf jetzt hier gerade schon. Okay, wir haben gewonnen. Wir kriegen noch eine Karte. Damit haben wir 8-8. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Außerdem noch ein Spion. Das ist okay. Kann ich mit leben. Ja, wird doch immer besser. Den holt er sich mit der Finte. Das ist in Ordnung. So, wir sind am Zug. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Gehen wir jetzt schon aufs Ganze? Ja, wir müssten eigentlich in zwei Runden hier gewinnen können, oder? Spielen wir erstmal den. Er wird jetzt mit dem Spion kommen. Nee, wird er nicht. Okay, nochmal kurz zur Erinnerung. Hier, wenn die Gesamtstärke mindestens C beträgt. Ja, alles klar. Da können wir noch ein bisschen warten. Das ist eigentlich schon der perfekte Moment. Das heißt, die beiden wären tot. Warum länger warten? Spielt jetzt seinen Zehner wieder. Ich frage mich, wann er den Spion spielt. So, was können wir hier noch reinbringen? Nichts, nur einmal Gaunter. Verbrennen ist natürlich eine Gefahr jetzt. Wenn ich die Achter spiele und dann hier zwei Achter habe, haben wir drei Achter. Das ist heikel. Wobei, ist ja schon eine Zehner draußen. Jetzt macht er die klirrende Kälte. Okay, die können wir ja problemlos kontern. Spielen wir jetzt ihn hier. Ich warte jetzt vor allem noch auf seinen Spion. Das ist jetzt noch die gefährlichste Karte. Das Blöde ist, er könnte das vielleicht so lange rauszögern, bis wir... Ja, doch, wir können ja auch selber... Können wir klirrende Kälte auf klirrende Kälte spielen? Das wäre ganz interessant. Das machen wir mal. Ich probiere mal, ob ich so Zeit verzögern kann. Ja, kann ich. Ja, vielleicht wäre ist klirrende Kälte für uns sogar ganz gut. So zwei Karten hat er noch. Ich meine, wir können die ja noch mal auf die Hand nehmen. Oh ja. Das gibt uns ja noch mal ganz neue Möglichkeiten. Reinfahren. So, und jetzt hat er doch noch die Spionkarte. Oder täusche ich mich? Ja, genau. Jetzt kriegt er nochmal zwei Karten. Schon heikel. Okay, Albrecht ist natürlich eine Witzkarte. So, jetzt ist die Frage, spielen wir überhaupt jetzt Dijkstra?
Ich meine, der hat nur noch eine Karte. Wir müssen... Wenn er noch wieder eine Finte hat, dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Finte hat. Das ist jetzt riskant. Pass mal auf, ich zögere das ein bisschen raus. Wir machen jetzt gutes Wetter. Okay, er hat eine Nahkampfkarte. Gut. Er passt. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich nochmal alle Möglichkeiten. Und damit ist der Sieg auf unserer Seite. Okay. Das lief doch ganz anständig, trotz anfänglicher Unsicherheit. Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Ich möchte wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. Oh. Den können wir auch herausfordern. Interessant. Und wir haben irgendwie eine interessante Karte bekommen, oder? Kann das sein? Warte mal. Das gucken wir uns kurz an. Was war hier neu? Ich glaube... War es eine Scoia'tael-Karte? Irgendeine Elfenkarte? Den mysteriösen Elf haben wir jetzt ja auch drin. Bei ihm habe ich aber diese Karte gar nicht gesehen gehabt, die jetzt hier genannt wurde. Oder? Es wäre so schön, einfach mal zu sehen. Oder war das möglicherweise hier auch... Er hat ja Nilfgaard gespielt, natürlich. Da wird es eine Nilfgaard-Karte gewesen sein. Aber ich finde sie nicht. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Okay, alles klar, egal. Wir haben auf jeden Fall die Quest jetzt hier absolviert und haben jetzt tatsächlich hier nichts mehr zu tun. Aber das bedeutet, wir haben hier noch die Gelegenheit, gegen Lugos den Irren zu spielen. Sehr gut. Aber das machen wir jetzt nicht, denn jetzt ist unser Ziel, nach Kaer Trolde zurückzukehren. Da haben wir einiges zu erledigen. Aber ich glaube, da kümmern wir uns darum, wenn wir erstmal da sind. Mein Plan ist, ich denke, wir werden hier bei ihm übernachten. Es ist ja schon spät. Und vielleicht beim Kräuterkundler nochmal anhalten. Obwohl, wir haben jetzt ganz gut eingekauft. Nein, wir werden hier quer rüber reiten. Ich denke, das ist der kürzeste Weg. An Kergelen vorbei. So. Aber wir sind da jetzt fast Freunde, würde ich sagen. Wir haben nichts dagegen, wenn wir in seiner guten Stube hier die Nacht verbringen. So, das machen wir. Bis zum Morgen meditieren wir hier. Er bleibt draußen sitzen, verbringt eisenhart die Nacht draußen. Gut. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. So, und jetzt ist die Frage... Also ich glaube, wenn wir hier ein bisschen durch den Wald reiten, dann müssten wir dort auf Wege treffen, die uns in die richtige Richtung führen. Ja, hier zum Beispiel... Beziehungsweise da vorne. Hier. Das ist ein Weg. Genau, ich glaube, dem können wir jetzt folgen. Ah, ich muss noch mal kurz gucken. Also, wo will ich lang? Ja, wir wollen hier lang. Okay, alles klar. Wir sind aber richtig. Sehr schön. Kurz noch mal hoch in den Schnee. Vielleicht auch gar nicht ganz. Ach, hier fliegt so ein Vieh wieder herum, das wir eigentlich schon besiegt hatten. Mal sehen, ob es uns angreift. Ja, klingt erstmal so. Ich reite aber weiter. Ignoriere es erstmal. Das scheint auch zu funktionieren. Ah, da sind Vieh wieder zurück. Auch hier werde ich erstmal weiterreiten. Mal gucken,
was passiert. Wir müssen Kämpfe nicht unnötig doppelt führen. Dieser Gestank. Ja. Okay, schaut mal, tatsächlich mit ein bisschen Galopp funktioniert das sogar. So, da sind sie wieder, die Banditen. Hier können wir uns wieder ein Pferd ausleihen. Machen wir aber nicht. Und wie reiten wir jetzt? Am besten geradeaus. So, da irgendwie runter in den Ort. Müsste uns der Weg hier entlang führen. Okay, das passt. So, damit sind wir jetzt erstmal wieder gewissermaßen auf dem Hauptweg. Naja gut, wenn man das zu diesem Pfad so sagen darf. Aber es liegt noch einiges Stück Weg vor uns. Bald gibt's Pfützen. So, das ist hier die Sägemühle, die wir befreit hatten. Sehr schön. Stimmung scheint hier gut zu sein. Hervorragend. Bald gibt's Pfützen. Mama hat gesagt, dass du ein Held bist. Mhm. Das kann man so sagen. So, was ist jetzt unsere Richtung? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Vielleicht sollten wir auch mal unser Ziel markieren. Ach, wir sind schon hier unten. Oh mein Gott, das ging ja doch schneller als gedacht. Pass mal auf, ich habe mir eine Sache, habe ich mir noch überlegt. Und zwar, es gibt ein Gebiet, was wir tatsächlich kaum erkundet haben. Also wir haben eigentlich die gesamte Hauptinsel inzwischen erkundet. Aber hier, da wo wir angekommen sind, an Land gespült wurden, diesen Bereich, da waren wir noch nie. Hier ist vielleicht noch eine interessante Struktur. Das schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Und dann geht's nach Kertrolde. Genau, von da links sind wir gekommen. Das ist diese Abzweigung. Ja, ich meine, das sieht hier ziemlich felsig aus. Die Frage ist, ob man überhaupt hier links hineinreiten kann. Hier ist dieser kleine See. Ja, doch, geht irgendwie, ne? Probieren wir es mal. Ja, ja, hier lichtet sich das ziemlich. Okay. Da haben wir Wölfe. Das ist jetzt nicht ganz so interessant. Das sieht tatsächlich so aus, als würde man da oben sogar hinaufreiten können. Ja. Okay. Ach, ist hier sowas wie ein Weg? Nee. So, wir schauen mal runter. Da sind... ist das der Ort, wo wir angestrandet sind? Da müssen wir jetzt nicht doppelt gucken. Ja, beziehungsweise da waren wir schon mal für eine Aufgabe. Da brauchen wir tatsächlich nicht runter. Ich erinnere mich. In den Höhlen und gegen diese Ertrunkenen haben wir schon gekämpft. Aber hier oben gucken wir nochmal. Schaut mal, das war hier wohl... Oh ne, ich hätte jetzt gedacht... Oh mein Gott! Die habe ich mich erschrocken. ja. Oh je. Sind da dort? Zum Glück keine große Gefahr. Puh. Ja, das ist dann wohl so eine
Art Grabstelle? Nein, es gilt als bewachter Platz. Okay, Henkerstiefel lassen wir direkt mal liegen. Als bewachter Schatz gilt das hier. Plündern wir dieses. Oh, mein Gott, was ist das denn? Schema Stiefel des Erlenvolks. Das hatten wir ja noch gar nicht. Und überlegener weißer Honig, okay. Stiefel des Erlenvolks. Was ist denn das für ein Schema? Aha. So, jetzt könnte es sein, dass wir an die Gewichtsgrenze kommen. Ja, da ist es schon passiert. Okay, aber das schauen wir uns ja nochmal an mit den Erlenvolkssachen. Spannend. Hat sich tatsächlich gelohnt, hier nochmal herzureiten. Wartet. Hier müssen wir gucken. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Gilt das als Questgegenstand? Oder habe ich das rechts hier mal gefunden? Wir mussten das ja immer noch lesen, oder? Beziehungsweise es wurde uns doch jetzt gleich eigentlich angezeigt. Und wir könnten es direkt lesen. Ah, schauen wir mal kurz. Nee. Kommt nicht. Also das muss ich hier nochmal kurz suchen. Das wird auch gelacht, wenn wir das jetzt nicht finden. Das sind die Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Ein paar gibt es auch noch. Oder ist das gleich schon als Quest markiert worden? Liebe Leute, ich suche das mal ohne euch. Der Ehrgeiz hat mich gepackt. Also, es war Quatsch. Wir müssten überhaupt nichts lesen. Das Ganze ist schon... Es ist ja quasi keine Quest... Karte, Schatzkarte oder sowas gewesen, sondern das ist ja schon das Schema gewesen. Das hat sich insofern direkt eingetragen. Die Stiefel des Erdenvolks, Stufe 36. Aber erstaunlich, das ist halt nochmal... Aber gilt das als... gilt das als Hexerausrüstung? Es ist ja nicht grün markiert. Das ist schon noch irgendwas anderes. Ah, ganz spannend. Gut, okay. Wir behalten das im Blick. Haben wir ansonsten noch was Bemerkenswertes bekommen? Die Rüstung war es, glaube ich, nicht nötig. Ich würde sagen, dann reiten wir weiter. Die Trankverbesserung, ja, da können wir noch ein bisschen Alchemie betreiben. Ich werde jetzt mal einfach nichts wegschmeißen, weil wir gleich da sind. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir dort auf einen Schmied treffen, weil es gibt eine Quest, für die wir zu einem Schmied dort gehen müssen. Und vielleicht nimmt er dann auch seine Arbeit als Schmied wieder auf, sodass wir erstens verkaufen können und zweitens vielleicht sogar ein neues Silberschwert herstellen können. Was ist das denn hier? Wild gebaute Strukturen, Pfade. Das könnte alles mit diesem Kreis da oben zusammenhängen. Man weiß es nicht. So, jetzt hätten wir natürlich ein kleines Problem, wenn wir jetzt in den Kampf geraten. Und links ist auch schon irgendwas, lauert irgendwas im Gebüsch. Oh, was sehe ich da? Das ist vielleicht doch ganz interessant, hier nochmal zu kämpfen. Das Banditen? Oder irgendein Troll? Nee, da müssen wir dann doch ein bisschen Gewicht verlieren. Ist aber auch kein Problem. Wir haben hier Zeug. Hier, was sollen wir mit diesem Gambeson? Den können wir problemlos wegwerfen. Oh, wir sind aber 11 Kilo überladen. Meine Güte, jetzt wäre so ein Absud mal ganz cool, wo man Gewicht, wo man mehr Gewicht tragen kann. Wollen wir den einfach mal schnell herstellen? Können wir den schon herstellen? Wir gucken mal, was war das für einer? Erhöht das Gewicht, das der Hexer tragen kann, ohne überlastet zu sein. Das nutzen wir jetzt mal. Den Bies-Absud. So, und den trinken wir jetzt auch. Der war jetzt grün, Gruff-Vibe, Erkimmer, Helfer-Absud. Es gibt viele grüne, sehe ich hier gerade. Mittagserscheinung, da haben wir ihn. So, nee, ich möchte ihn trinken. Ha, wunderbar. Sehr schön. So, und sind das Banditen? Oh, ja. Yeah.
verstanden. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Ja, aber sagt mal, hier waren wir doch auch schon mal ganz am Anfang, oder? Hier bin ich schon mal lang gelaufen. Hatte mich hier über diese Symbole gewundert, die wir irgendwie mit Ciri auch so ein bisschen verbinden. Insofern doch nichts wirklich Neues. Schade drum. Okay. Aber wir hatten mal Gelegenheit, so einen schönen Absud zu nutzen. Zurück auf den Hauptweg. So, und hier wartet der Typ, dem wir dieses Schwert jetzt übergeben sollen. Was denn hier für eine riesige Wachmannschaft versammelt? Das heißt, das Ganze findet jetzt ein Ende hier. Diese Geschichte. Nochmal sehen. Olaf. Worum geht's? Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Okay, ja. Das finde ich auch, die haben uns wirklich verdient, diese Belohnung. Sehr schön. So, und damit sind wir jetzt am Zielort angekommen und machen erstmal eine kleine Pause und werden dann das nächste Mal direkt hier hochreiten, diesen Hauptweg, den ich das letzte Mal verpasst habe. Denn ich will dann erstmal mit dem Schmied sprechen. Dem müssen wir noch einen Brief übergeben, den schaue ich mir nochmal an, oder die Geschichte schauen wir uns nochmal an. Dann können wir Krach an Kreid besiegen im Gewind. Und ich bin am Überlegen, ob wir nicht es schon mal ausprobieren, ob wir das mit den fliegenden Fäusten nicht auch schon hinkriegen. Wobei erfahrungsgemäß sind das immer die härtesten Kämpfe, die Faustkämpfe. Könnte man auch ganz zum Schluss machen, aber wenn es auch Kämpfe auf den Inseln gibt, will man da ja auch nicht nochmal hin. Wir schauen mal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.